Organversagen aufgrund unbekannter Giftstoffe. Das hat nichts mit dem Autounfall zu tun. Wir werden sie an eine Maschine anschließen müssen und vorerst in ein künstliches Koma versetzen. Sie aufzuwecken wird die Situation nur noch verschlimmern. Was sollen wir jetzt machen? Ich werde noch einmal alle Daten durchsehen. Im Moment kannst du nichts für sie tun. Verdiene 12 Herzen durch das Verschieben von Betten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Intensive Care. Oh Gott, ich habe das dumme Gefühl, dass dieser Mistkerl... ja, der geht mir auch auf den Sack. Oh nein, bitte sag mir, dass du nur ein paar Dinge aussortierst. Nein, ich arbeite nicht mehr länger am Little Creek. Ab heute hat Victor hier das Sagen. Es tut mir so leid, Daniel. Meine Mutter und mein Bruder... Ich habe gehört, was passiert ist. Ist schon in Ordnung, ich verstehe das. Es war ja auch meine eigene Schuld. Ich durfte meine ärztliche Zulassung behalten. Ich schätze mal, dass ich dafür dankbar sein kann. Kann ich irgendwas für dich tun? Nein, es war ein langer Tag. Ich muss das erstmal alles allein verarbeiten. Meine Güte, da bleibt mir dann glatt mal die Sonne weg. Die Sonne weg, die Stimme weg. Die Sonne. Ich habe gerade weg aus der Sonne gelesen, da im Fernsehen, deswegen. Das müssen wir wohl beide. Wenigstens macht er jetzt keine Szene. Ich habe echt gedacht, er regt sich jetzt voll auf und so. Wir können wirklich keine zusätzlichen Betten mehr auf der Intensivstation unterbringen? Siehst du hier noch Platz für mehr Betten? Dann muss ich wohl beim Materialkosteneinsparungen vornehmen. Sophia. Anscheinend läuft dein Tag auch nicht gerade rosig. Ach was, da braucht es schon mehr, bevor mir dieser Möchtegern die Laune verdirbt. Das finde ich eine schöne Einstellung. Diese neue Kaffeemaschine brüht besseren Kaffee. Die Besucher werden ihn schneller trinken. Das ist total schön. Warum brauchen wir denn eine Kaffeemaschine? Ach Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Erstmal gibt's einen Kaffee. Das finde ich voll, Achso, ja, da gucken, zu was für einem Stuhl ich die... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das können wir sein. Der kriegt erstmal einen Kaffee. Das finde ich voll okay. Was muss ich denn da jetzt machen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß es doch auch nicht. Hallo? Warum? Oh Gott, ich verstehe das Spiel nicht. Okay, darf ich das nochmal machen? Ja, ich war. Oh Gott, das möchte ich gerne überspringen. Der Kerl geht mir nämlich auf den Sack. Aber, okay, so, nee, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann das nicht. Ich möchte... Ich bin da zu dumm zu. Was ist los mit mir? Ich bin da ernsthaft zu dumm zu. Okay, so. Das kann jetzt aber nicht so schwer sein. Danke. Oh Gott. Bin ich dir echt zu blöd? Thank you.
Offensichtlich. Nein, du sollst dahin und du sollst dahin. Alles wird gut. Hoffe ich. Ich kann das Minispiel nicht, aber ansonsten ist alles okay. Nein, da, so. So. Wo ist der Schwein? Wo ist der Schwein? Da. Oh Gott, ich hoffe, dass ich da noch genug Betten verschieben kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hasse das jetzt schon. Ich hasse das jetzt schon. Oh, komm, 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 komm schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will nicht. Ich bin eigentlich gar nicht offiziell nicht. Ich bin gar nicht mehr hier. Offiziell, also das bildet ihr euch alle noch ein, dass ich noch hier bin. Eigentlich bin ich offiziell gar nicht hier. Ich brauche noch zweimal Betten verschieben, aber ich fürchte, das wird nichts werden. Ich kriege mit Sicherheit noch einmal Betten verschieben und das war's dann. Ich kriege überhaupt nicht mehr Betten verschieben. Dann schon gar nicht zweimal. Na komm, oh, das ist so nett, dass alles noch tut, was man von dir möchte. Das ist jetzt zwar super. Du solltest das Ding vielleicht auch mitnehmen. Hallo, könntest du... Ist das ihr fucking Ernst? So. Nochmal, bitte.
Ich weiß, ich habe das jetzt nicht gespeichert, aber das ist mir jetzt gerade egal. So. Ich muss das jetzt echt, ich muss es auf Reihe kriegen, anders geht's nicht. Oh Gott. Das ist schön, dass ich so viele Meter gelaufen bin. Noch schöner wäre es, wenn das mit dem Minispiel funktioniert. Und darum hasse ich solche Level, ne? Ich hasse sie wirklich. Deswegen bin ich jetzt, ich muss gerade ein bisschen leise sein. Beim letzten Mal hat es mich auch funktioniert, als ich mich konzentriert habe. Also einfach ein bisschen mehr Konzentration, dann wird das schon irgendwie werden. Hoffe ich. Auch einen Kaffee, wenn jetzt schon. Okay, ich muss Bett verschieben. Okay, oh Gott. Nein, du sitzt. Ihm einmal Mut zu sprechen, das ist aber nicht so schwierig. Das letzte Mal darf ich es jetzt echt nicht verbocken. Ich darf einfach nicht verbocken. So ein Ding nehme ich mir auch schon mal mit. Ich hab die gerade alle voll im Blick hier, ne? So. Ich muss noch ein Bettchen schieben. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh Gott, bitte. Nein, warum? Warum passiert mir das?
weil ich einfach. Einfach auch nicht die Zeit habe, das jetzt noch 10-mal zu spielen. Ich kriege echt einen Anfall hier, ne? Ist schon klar, ne? So, letzter Versuch, ey. Wenn das hier jetzt schon schief gegangen wäre, ne, dann hätte ich mir das schon sparen können. Ich bin jetzt auch komplett leise. Ich konzentriere mich jetzt. Ich bin eigentlich gar nicht da. Ich krieg hier echt einen Nervenzusammenbruch, ne? Ach komm, jetzt geht du mir nicht auf den Sack. Ja, komm, letzter Versuch, Freude. So langsam habe ich da die Schnauze voll. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann bin ich raus. Wenn ich Schnauze voll, Freude. Nein, auf wieso gibt es? So, jetzt bin ich jetzt, komm. So, jetzt will ich. Ich würde das gerne beenden. Nein, ich will es eben. Karte. Ich hab jetzt Schnauze voll. Das geht mir doch auf den Sack hier. Mir fehlt eine. Ich mach das irgendwann heute Abend vielleicht oder so, keine Ahnung. Aber. Bis zum nächsten Mal.